Und weiter geht es mit einer actiongeladenen Folge von Once Human. Und wir sind hier immer noch, wir haben jetzt mittlerweile unsere Clan-Mitglieder, die sind hier sogar nebenan. Ich zeige mal gleich die Basen von denen, wenn ihr mitmachen wollt, Leute. Server steht alles unten drin in der Videobeschreibung. Auch der Clan, den kann ich einmal kurz zeigen, oder eher gesagt die Kriegsbande. Wir sind die Auserwählten. Sind mittlerweile 4 Mitglieder, wird immer nach und nach mehr. Schickt einfach eine Anfrage, ich nehme euch an. Dann können wir gemeinsam bauen und dann... Gibt es auch irgendwie, habe ich gesehen, hier Kriege, die man führen kann und so. Da kenne ich mich noch nicht so ganz aus. Wir können uns vielleicht connecten. Ihr könnt ansonsten auch gerne in Discord kommen. Können wir uns vielleicht genauer austauschen. Ich werde auf jeden Fall gleich bauen. Ein paar neue Sachen lernen, weil ich war jetzt in den letzten Folgen ein bisschen unterwegs. Habe ein bisschen Kram gesammelt und. Und es wird Zeit zu bauen. Also, meine Base kennen wir schon. Die schauen wir uns auch gleich nochmal in Ruhe an. Also, wir werden hier rumbasteln. Hier ist mein erster Companiero. Und der hat schon mehrere Etagen am Start. Wir laufen mal... Ups. Von oben nach unten. Ich mach gleich zu, keine Sorge. Ah, guck mal da. Da hinten sind auch andere. Ich weiß auch, ob das auch ein Clan ist eventuell. Könnte sein, ne? Könnte durchaus sein. Also, hier so eine schöne große Terrasse. Da hinten ist auch schon das nächste Clan-Mitglied. Also, wir sind alle noch am Anfang, ne? Hier wird auf jeden Fall noch einiges passieren. Ich bin gespannt, wie das aussieht, wenn wir alle so Geschütze und so drauf haben. Ich denke, das wird richtig cool. Dann ist hier die zweite Etage. Der hat sich hier irgendwie so kleine Balkone gebaut. Von hier aus könnte man gut nochmal Leute mit einer Sniper vielleicht wegholen oder so. Mal schauen in Zukunft. Mal sehen, mal sehen. Auf mehreren Seiten. Und hier unten ist schon mal sein Kram zerlegt. Und was ich cool finde, das wurde richtig cool gemacht hier mit der Lagerwirklichkeit, ne? So unter der Treppe. Ist irgendwie ganz witzig. Küche und so. Sieht ähnlich weit aus wie ich. Und wer ist das? Wer bist denn du? Ja, wer bist denn du? So, okay, wir gehen jetzt weiter. Bei mir muss ich ja ein bisschen rumbasteln. Aber cool, dass er genauso nebenan bei mir gebaut hat. Oh, wie komme ich jetzt hier? Ups. Da bin ich falsch. Warte mal, ich glaube, am besten ist von hier, ne? So. Ja, cool, dass er direkt hier angebaut hat. Das sieht so aus, als ob das genau zusammengehört, ne? Das passt wirklich auf den Millimeter, glaube ich. Schaut euch mal das an. Das setzt einfach genau nebenan. Finde ich ganz cool irgendwie. Gut, also ich muss natürlich auch mehrere Etagen bauen, ist klar. Aber erstmal so weit, so gut, würde ich sagen. Dann wollte ich ganz gerne noch mal kurz den zweiten zeigen. Der hat sogar einen Regensammler, ne? Aber eigentlich könnten wir aus dem Tümpel da dreckiges Wasser holen und das destillieren und. Zwei Motorräder? Oder spielen das hier zwei Survival Bob? Ich weiß nicht, ob die hier zusammenspielen. Ist das einer oder sind das... Ich kann nicht aufmachen. Aber der ist auf jeden Fall im Clan. Der hat das dann wahrscheinlich ausgestellt, dass man nicht einfach seine Bude betreten kann. Mitglieder Survival Bob, ja. Ist ein Clan-Mitglied, kann ich jetzt nicht reinschauen. Wenn du es siehst, Survival Bob, du kannst auch einstellen, dass Leute reingehen können, aber nicht an deinen Kram gehen können. Und das ist auch ein Clan-Mitglied, ne? Warte mal, Georgie. Muss ich auch mal kurz vorbeischauen. Georgie, damit ich... Nee, okay, nein. Nö, ist nicht. Hätte ich gedacht. Wenn wir den verjagen, kann man sich überhaupt gegenseitig raiden? Die Basen bestimmt, oder? Gehe ich mal stark von aus. Gut, aber das spielt jetzt keine Rolle, denn ich werde jetzt mal meine Skillpunkte verteilen und ein bisschen hier rumbasteln. Also, ab in die Wiege. So, wir haben 12 Punkte. Erzdetektor muss jetzt nicht sein. Erze finden wir immer irgendwie beim Rumlaufen. Was sind das hier? Hochtemperatur, Schmelzen, Stahl und... Ja, das sollten wir uns schon mal gönnen. Das wird auf jeden Fall wichtig. Stahlspitzhacke und so weiter. Ja, Stahl habe ich noch nicht gefunden. Treibstoff auf jeden Fall, wäre ganz gut. Das Motorrad. So, was haben wir denn hier noch? Muni. Grundausrüstung. Das haben wir alles. Feuerkraft, Reichweite, LP. Oh, warte mal. Ja, die brauchen wir auf jeden Fall. So.
Dann holen wir uns schon mal auch den Herd. Weil Essen ist immer gut. Dann haben wir noch einen Punkt und dann können wir gar nichts mehr machen, oder? Nö. Nö. Gut. Das war's dann erstmal. Baupläne, Mods. Was sind denn hier alles für Symbole? Das ist jetzt einfach alles, was ich so neu gelernt habe, oder? Ich will das nämlich einmal ganz gerne einmal weghaben. Die Symbole nerven mich nämlich. Das triggert mich irgendwie. Kosmetische Inhalte. Ja, das sind halt so Skin-Dinger, die man sich dann abholen. Ach, ich wollte schon sagen. Ich dachte, ich kriege hier was gratis. Natürlich nicht. Aber ich will mal trotzdem mal ganz kurz schauen. Weil ich würde schon ganz gerne wissen, was gibt es denn hier? Die hat irgendwie was. Auch ganz nett. Das erinnert mich irgendwie an Fortnite. Ja, die wollen so einen Shop haben, so ein bisschen so Fortnite, so ein paar Skins und sowas, ne? Aber das ist schon ganz cool. Das können wir mit dem Game Pass holen und sich freischalten. Und der ist auch sehr geil. Einfach Black Panther, ne? Die anderen holen mich jetzt nicht so ab. Einfach mal anschauen, weil einfach aus Neugier. Den finde ich auch ganz cool. Der passt irgendwie zu meinem Dude. Aber gut, darum soll es nicht gehen. Ausrüstung nochmal einmal kurz nachschauen. Ja, da habe ich aber keine Muni für. Noch nicht. Noch nicht. Machete. Ich habe sogar. Ich wusste gar nicht, dass ich hier so eine Glasflasche habe. Warum ist das auf Asiatisch? Auf Chinesisch, oder? Ach so, habe ich das aussehen aufgehoben von irgendeinem Dude, glaube ich, ne? Ja, gut. Bisschen craften und ich würde sagen, Ausrüstung, weil ich habe nämlich ein paar Tiere erlegt. Nicht so viele, aber ein paar. Und das heißt, wir könnten uns ein bisschen Ausrüstung machen. Und zwar würde ich ganz gerne mir einmal die hier holen. Aber ich glaube, Tier 2 ist so teuer. Ja, das ist so teuer. Aber Tier 1 sollte funktionieren. Glaube, da habe ich genug. Ja, perfekt. Schaut euch das mal an. Nice. Jetzt ausrüsten. Ja, ansonsten, jetzt brauche ich halt wieder, glaube ich, Haut. Naja, alles klar. Ja, nice. Haben wir ein bisschen bessere Rüstung. Aber wie kann ich das mit der alten Rüstung machen? Könnte mir das vielleicht einer schreiben? In die Kommentare könnten. Warte mal. Modifizieren. Okay, Modul ist da nicht mehr drin, oder? Ah, hier in der Jacke. Rustikale Jacke. Können wir das irgendwie löschen? Nein. Was habe ich jetzt an? Ausrüsten. Ja, weil ich habe ja nicht so viel Platz, ne? Kann ich das nicht irgendwann wegwerfen? Oder ist das unendlich? Ich habe keine Ahnung. Ja, ist auf jeden Fall einiges stabiler. Die andere sieht irgendwie cooler aus. Bisschen so armfrei. Gefällt mir, aber sie sieht auch gut aus. Gut, dann haben wir schon mal das gemacht. Guck mal da hinten. Unser Clanmitglied. So, Waffen. Wir könnten vielleicht auch so eine Pumpe bauen. Nein, können wir nicht. Da fehlt uns ein bisschen was. Was ist denn das überhaupt? Ach, Holz. Gut, können wir schon machen, ne? So eine Pumpe wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. Warte mal, schau mal ganz kurz. Brauche ich nur. Ich habe alles. Außer Holz. Ja, warte mal, das machen wir eben. Eine Pumpe hätte ich schon ganz gerne. Munition können wir sonst easy herstellen. Mal schauen. Gucken wir mal. So, fällen wir mal ein bisschen hier. Hallo? Dann einmal noch den hier. Und dann gucken wir nochmal, dass wir jetzt, ja, die Kochplatte bauen. Beziehungsweise unser Herd, nicht Kochplatte. Den Herd bauen. Dann vielleicht uns irgendwas zu essen machen. Für Leben habe ich eigentlich alles genug. Ich kann ja die Tür einfach mal offen lassen. Hier können wir auch mal rausholen. So. Okay.
Dann mal ran da. Nice. Sieht sogar gar nicht mal schlecht aus. Und der Unterschied. Ja, wo ist denn der Unterschied? Ach so, Stabilität, warte mal, 76. 61, 600. Aha, okay. Stehe. Warte, was hätte ich überhaupt für Tier 2 gebraucht? Okay. Wäre auch zu teuer. Gut, dann könnten wir Ausrüstung, die Armbrust einmal auswechseln. Hier habe ich kein Modul drin. Alles klar. Da fährt hier ein Buggy rum, oder was? Gut, Munition. Warte mal, reparieren. Müssen wir irgendwas reparieren? Ach so, warte mal. Das ist ganz cool. Ach so, okay. Kalibrieren. Ach so, das können wir. Ah. Ach so. Unzureichend Kalibrierungslimit. Aber hier können wir, oder? Ich meine, warum nicht? Oh. Ah, ne, okay. Davon wäre genug. Dann würde ich die Knarre ganz gerne auch einmal pimpen. Komm, warum nicht? Warum denn auch nicht? Und welche Machete? So. Gut, dann haben wir uns schon mal ein bisschen ausgerüstet, verstärkt und und. Kupferpfeile. Pistolenmuni, MP, Schrotflinten, Munition. Alles klar. Was ist das hier? Morphkrümel. Okay, Sicherung. Okay, hier ist aber nichts weiter wichtig. Bauen. Also, was könnten wir denn Schönes bauen? Anbau. Nee, das lassen wir. Was ist denn das? Raffinerie. Kann ich mir nicht leisten. Herd. Brauche ich Kies und Kupfererze. Komisch, aber okay. Kann ich also auch jetzt nicht direkt bauen? Die Montagebank. Die Montagebank? Das ist jetzt der kleinere, oder? Herd. Die Kistenlager. Ja, dann, einzige, was ich jetzt irgendwie machen kann, ist der Herd, glaube ich, ne? Ein Spiegel. Was will ich denn im Spiegel? Dann mal hier weg. So. Ja, mit der Muni. Ja, sonst müssen wir halt erstmal nochmal unterwegs. Ne, warte mal, F1, was steht denn da? F1, Heiz zusammen. Moin, moin. Aha, ah, okay, verstehe. Bin ich jetzt in der Gruppe oder? Ne, das ist unser Chat einfach, ne? Was habe ich hier? Server-Neustart. Okay. Okay, das ist aber jetzt nicht. Nee. Ich muss mich hier erstmal zurechtfinden, ne? Das ist. Okay. Gut, also. Eigentlich müsste ich jetzt ein paar Erze sammeln, ne? Damit ich unseren Herd da bauen kann. Ah. Aber ich habe eine neue Waffe, ich habe eine neue Brust. Ach nein, falsch. Aber wie kriege ich überhaupt unten diesen komischen Balken weg? Warte mal. Das sollten wir vielleicht auch einlagern erstmal. Warte mal. Da. Aha. Wie bekomme ich. Ach, ich habe hier ganz viel Muni noch dabei. Egal. Den hier weg. Diesen. Was ist das? Da rechts, dieser lilane Balken. Wie kriege ich den weg? Was ist das überhaupt? Sternchrom, Standardwährung, okay. Hirschfleisch, Energie, Vernunft, Heilbandage. Was bringt mir die hier? Ein Placebo mit Zucker.
Ahnung, Effekt, Vernunft. Einfach mal nehmen. Ah, okay, ich verstehe. Aha. Aha. Ach so, warte mal. Vivator? Ist das nicht dasselbe? I don't know. Ist aber auch egal. Ach, warte mal, guck mal hier, bevor das vergammelt. Wie lange ist es haltbar? Steht das da? 17 Stunden, 18 Stunden? Ja, ich muss mal gucken, dass das Zeugs nicht vergammelt, ne? So. Ey, das ist doch keine Suppe. Gut, ich würde sagen, wir sind fit. Ah, genau, ich habe hier so einen Lebkuchen rausgefunden. Keine Ahnung, nehme ich mir mal raus. Keine Ahnung. Oder sollen wir. Ich weiß nicht, bringt das was, wenn das da drin ist? Produziert spezielle Materialien, die zur Herstellung von komischen Speisen verwendet werden können, die wir durch. Aha. Aber muss ich die im Inventar haben, damit der Effekt ist, oder müssen die da drinne sein? Ich verstehe das nicht ganz. Ja, ich schau einfach mal hier so. Schau das mal rein. Keine Ahnung. I don't know. Ja, machen wir erstmal weiter, sammeln dann Material. So, haben wir jetzt schon mal wenigstens ein bisschen ausgerüstet. Ich wollte eigentlich ein bisschen bauen, aber so viel Zeug haben wir eh noch nicht. Wir brauchen noch ein paar Level. Und dann schauen wir mal. Welches Level bin ich überhaupt? 7, oder? 8. Das heißt, noch 2 Level habe ich Narrenfreiheit. Alles klar. Mary, Babe. Nice work with the rift anchors. I guess you're the real deal after all. Ah, ich weiß. Ich weiß. Sounds tough, but I think it was worth it. And I've made some discoveries regarding the deviation as well. Each time a rift anchor was activated, there was an obvious reaction inside the monolith. The deviation must be holed up inside. Gut. Gut, überlass das mir, Babe. Ich regel das schon. Let's go in together this time. I'm curious about that troublemaker inside. And besides, we're a team. I brought some ammo and meds for us as well. Now, let's go. Ja, ich glaube, das Babe hat sie überzeugt, ne? So, bevor du gefährliches Gebiet erforschst, solltest du ein Camp in der Nähe. Ja, das Ding ist, hier haben wir tausende Camps. Ich hoffe, die verschwinden auch irgendwie mit der Zeit, ne? Weil, keine Ahnung. Hier ist einfach ein Lagerfeuer. Nach oben. Ah, deswegen haben wir viele so ein Lager errichtet, ne? Nee. Sollte ich's machen? Ich weiß nicht. Ich hoffe, die verschwinden irgendwann wirklich, weil das ist ein bisschen, ja, sieht komisch aus. Als ob hier irgendwie so ein Campingplatz ist oder so. Ich nehme nochmal ganz kurz hier Zeugs mit, weil das werden wir auch für die Küche brauchen. So. Schwefel, ja komm, nehmen wir auch mit. Ich habe zwar Schwefel noch nie gebraucht, aber kann schon nicht schaden. Denke ich mal. So, drehen wir eine Spritze reinballern. Oh ja. Das tat gut. Ja, hauen wir auch einfach mal so ein Ding hier hin. Warum nicht? Wenn wir gezwungen werden. Dann hauen wir auch so ein Ding hin. Warte mal. Soll nicht so in der Luft schweben, wenigstens. So. Ja. Ist gut. Das heißt, die verschwinden nicht, aber wenn die irgendwann wo ein anderes bauen, dann verschwinden die, glaube ich, ne? Das heißt, wenn die sich nicht mehr einloggen, bleiben die für immer. Am besten wäre, wenn das irgendwie immer nach so 10 Stunden verschwindet oder so, würde ich sagen. Oder nach ein paar Stunden. Keine Ahnung. Also Kupfer nehmen wir nochmal eben mit. Heilen und so muss ich jetzt nicht herstellen, deswegen das passt schon alles. Da ist noch ein anderer Spieler. Und das Coole, ich habe jetzt einfach eine Pumpe, ne? Das ist schon cool. Erstmal Distanzwaffe. Wer weiß, ob wir gleich in den Nahkampf müssen. Aber ich werde wahrscheinlich eh irgendwann noch. Doch auf Pumpe werde ich gehen und dann Maschinengewehr wahrscheinlich.
Ich bin eher so der Maschinengewehr-Typ. Oh, warte mal. Ich werde direkt mal testen. Oh, die halten schon ein bisschen mehr aus mittlerweile, ne? Also, warte mal. Da hinten war das so ein Riesenvieh gerade. Oder? Oh ja. Wer bist denn du? Autsch. Okay, wir haben ihn. Na, warte mal, nein, falsch. Ist das eine Knarre? Du alter Gauner. Seit wann können die schießen? Ach ja, Taschenlampe kann ich ja auch anmachen, klar. Fast vergessen. Sieht aber schon cool aus hier. Brauche ich mal ganz kurz noch einen netten Screenshot. Okay, da oben wäre was zum Sammeln. Ah. Mal, können wir hier hoch? Da oben ist nämlich so ein Ding zum Sammeln. Das gefällt mir. Ja, damit. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob hier irgendwie noch was zum Sammeln ist. Ich glaube aber nicht. Warte mal. Nice. Okay. Das leidet hier durch die Gegend, auch nicht schlecht. Achso, ich dachte, was ging jetzt ab? Verschmutzung, nicht gut. Wow, was ist denn das hier? So ein Ding will ich auch. Oh. Da. Kämpfen tut die aber nicht, ne? Dann komm mal runter. Okay, ich wollte eigentlich meine Machete rausholen. Ja, kämpfen tut sie anscheinend nicht. Hä? Wo kommst du denn auf einmal her? Schön, dass wir haben ja eh genug Munition. Und die ist auch nicht so teuer, deswegen hauen wir richtig rein, ne? So, was haben wir denn hier? Okay, ja. Aha, ja, das kennen wir doch. Warum kommt das jetzt erst? Spalt hier. Aha, auf der. Da. Wir empfehlen vorher ein Team zusammenzuschließen. Echt? Darf ich das nicht alleine? Das heißt, ist das sowas wie ein Dungeon? Irgendwas so, so ein Raid oder so? Scheint mir sowas wie so ein Raid zu sein oder so, ne? Ich brauche mal hier ein paar Screenshots. Sieht ja irgendwie ganz cool aus.
So, dann gucken wir mal hier, ob wir noch irgendwie hier Kram finden. Aha. Aber das schaffen wir bestimmt allein, oder? Bis jetzt bin ich hier ganz gut durchgekommen. Also hier können wir uns nochmal auffrischen. Das wird schon seinen Grund haben, ne? Warte mal, Muni habe ich aber, ne? Ja. %50? Was ist da der Unterschied? Kosten. Also das geht schneller, oder wie? Sollten wir es machen, ne? Ob schneller ist immer gut. So, warten wir mal eben. Okay. Zerlegen können wir eh nichts. Haben wir nichts gesammelt. Ich weiß nicht, sollen wir da alleine rein? Was haben wir hier Nettes? Oh. Wir werden richtig verwöhnt. Es erinnert mich irgendwie an irgendetwas. Bin mir aber gerade nicht sicher, was genau. Aus irgendeiner Serie oder so. Netten Screenie. Ich wollte mal ganz kurz schauen, ob da noch irgendwie da hinten noch irgendwie Loot ist, weil da war ja auch noch eine Tür. Aha, eine Laterne, bisschen Schrott. Aber das war's hier. Ja gut, haben wir keine andere Wahl. Das heißt, dann können wir da unten noch was sammeln. Das sieht doch so ähnlich aus, wie wo wir am Anfang waren, ne? Ist das das Ding? Die kam doch von hier, oder nicht? Sieht 1:1 so aus. Oder gibt es mehrere solche Anlagen? Die kam doch aus so einem Ding hier raus. Wisst ihr noch? Und da lag da einer tot auf dem Boden. Irgendwas stimmt hier nicht. Kommen hier überall die Metamenschen raus? Aus so Dingern? Okay. Elite-Gegner besiegt. Also hier gibt es anscheinend ordentlich Kram zu sammeln. Okay, hier gibt es aber nichts weiter. Können wir das von hier unten machen oder muss ich hoch? Spaltsignal. Gut. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge, weil das anscheinend ein bisschen länger wird. Wenn euch diese Folge gefallen hat, wie immer, werden und vor allem auch noch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao. Abonnieren.